Ich lese Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung aus dem Verlag Stadtauer. Das ist dieses Buch. Und im Kapitel 5 Genetik bin ich angekommen bei 5.2 Zwillings- und Adoptionsstudien beim zweiten Absatz. Genetischer Einfluss wird für gewöhnlich in additiver oder non-additiver Erblichkeit ausgedrückt. Unter additiver Erblichkeit versteht man einfach die Addition von mehr oder weniger ähnlich wichtigen Genen. Non-additive Erblichkeit ist das Ergebnis einer Interaktion zwischen Allelen desselben Gens, in Klammern Dominanz, oder der Interaktion zwischen Allelen auf unterschiedlichen Genen, Pleiotroph. Ich kenne das alles nicht. Manchmal spricht man von einem hohen genetischen Einfluss, in Klammern, das heißt, die Summe additiver oder non-additiver Variablen, Klammer zu, oder einem geringen genetischen Einfluss, das heißt, nur additiven, in Klammern, Einfluss. Ja, ein Absatz, den ich nicht verstanden habe. Es geht dann weiter mit dem nächsten Absatz. Tschüss.